Schreibt mir in die Kommentarbox, wie dir das Video gefällt. Okay, los geht's. Der Trick ist relativ easy, aber trotzdem effektvoll. Zunächst einmal klemmst du den Ball zwischen deinen Beinen ein. Achte darauf, nur den vorderen Teil des Balles einzuklemmen, sodass ein Großteil des hinteren Balles herausschaut. Lehn dich mit deinem Körper nach vorne, den Ball hast du immer noch fest eingeklemmt. Jetzt springst du nach oben. Auf keinen Fall darfst du mit deinem ganzen Körper nach vorne springen. Nur dein schwächeres Bein geht nach vorne. Und jetzt zahlt es sich aus, dass du den Ball nicht ganz eingeklemmt hast, denn das macht es dir einfacher, mit dem Spannen auf den Ball zu hauen. Die goldene Regel, goldene Regel. Sobald deine Füße den Boden verlassen haben, lässt du den Ball los. Siehst du, der Ball fliegt automatisch leicht nach hinten, wenn du ihn vorne eingeklemmt hast. Und das erleichtert es dir dann, mit dem Spann drauf zu hauen. Ich fasse dir nochmal schnell die wichtigsten Punkte zusammen. Blick nach unten, Ball einklemmen, Körper nach vorne lehnen, loslassen, Kick.